Moin und hallo zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2015 mit mir, dem Chris LP auf der OGF Biomap. Und heute ist dabei der Lukas. Hallo. So, wir machen hier weiter mit dem Ansehen, Dreschen und Grubbern. Heute sind wir mal nur zu zweit, weil Fabi keine Zeit hat. Ups, leck. Und ich habe mich verfahren. Warum leckt das denn so? Komisch. Hörfeld 17 oder sowas. Wir haben ja noch genügend Mais zum Dreschen, also wenn ich das auf der Karte gesehen habe beim Düngen. Ja, 11, 8, 17, glaube ich. Genau. Und dann noch Feld 2, also wir werden mit dem Dreschen nie aufhören eigentlich. Dann werden wir schon irgendwann mal so viel Geld haben, dass wir was uns leisten können. Ja, und Was spielst du eigentlich sonst noch so in deiner Freizeit, außer LS15? also ein bisschen LS13 manchmal und ETS2. Ach so, okay. Ja, ich spiele so ja, LS15, bisschen LS13. Ja, Minecraft ab und zu mal. Eher aber dann so auf Servern. Ja, ETS jetzt dann wieder eher mehr. Weil ich mit Fabi mal irgendwie einen Konvoi noch machen möchte. Ja. Ja, ich will mal das Addon holen, das habe ich jetzt nicht geholt. Nö, ich hab's mir auch nicht geholt. Ich glaube, ich werde es mir auch nicht holen. Es schaut gut aus, klar, aber ich weiß nicht, ob sich das irgendwie rentiert. Was kostet das nochmal? 10 Euro, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Am Anfang hat es 19 gekostet, jetzt wird es aber in jedem Shop wie MMOGR, Games Planet, Steam etc. billiger sein. Ja, ist ja immer so. Aber das kann ich gleich ankündigen. Ich werde auch mal noch ein Let's Play machen, da werde ich das alleine machen, da werde ich ein bisschen über solche Keyhändler reden, wie MMOGR, Games Planet etc. Partnerschaft und was da so gibt, alles mögliche. Da werde ich auch noch ein bisschen drüber reden. Das werden noch so ein paar Themen sein, wo kommen werden auf jeden Fall. Aber was sagst du, was könnte ich so auf meinem Kanal noch so irgendwie Let's Playen? Ja, so ein kleines, was ich, Rückblick, LS13, LS11 und sowas. ETS kann natürlich, Konvoi wäre schon gut, aber er hat immer im Internet ein bisschen Probleme. Also ich Ja. habe es auch im Multiplayer probiert. Ich finde, das war's nicht schlimm. Bei Nö. mir. Weil es leckt ab und zu, also zu den Hauptzeiten würde ich so oder so nicht fahren. Abends, weil abends ist auf den Servern so so die Hölle los. Aber ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich vielleicht noch irgendwie ein Minecraft-Projekt starten, weil das Minecraft-Egolia-Projekt mit dem Xenox kam nicht zustande, sage ich mal, weil er möchte jetzt irgendwie einen neuen Kanal machen und irgendwas Neues machen. Ja, und drum gucke ich gerade irgendwie, ob ich irgendwo noch mitmachen könnte. Das wäre so ein Ding. Oder wie du sagtest, LS11 spielen. Habe ich eigentlich auch schon mal dran gedacht, irgendwie gucken, ob es da noch irgendwie schöne Mod-Maps gibt. Ich glaube, es gab mal eine Map, Gemeinderate oder wie die hieß. Die hat relativ viel Fläche an Feldern, sage ich jetzt mal. Also relativ große Felder. Da könnte man gut drauf spielen.
LS13 weiß ich noch nicht. Kontaktiert habe ich denjenigen. Und geschrieben auch. Er hat sich's aufgeschrieben. Er wird sich noch melden. Boah. ETS, klar. Die Events Convoys geben wird. Mit Fabi werde ich die natürlich aufnehmen. Müsste ihn so oder so mal fragen. Ja. Multiplayer gibt es ja noch keinen Skandinavien Add-on. Das ist ja egal. Vielleicht gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie mal so einen Konvoi planen. Von keine Ahnung, von Süd nach Nord oder andersrum oder von West nach Ost. Das wäre so ein Ding. Aber was jetzt so als neue Spiele kommt, Farmexperte habe ich ja aufgehört zu Let's Playen, weil das ja nicht die gewünschten Aufrufzahlen erreicht hat. Ja, heute fahre ich wie Sau rum, wie betrunken. Ja, in nächster Zeit kommt glaube ich noch Formel 1, glaube Mitte Juli kommt Formel 1 raus, der F1 2015. Das kann man ja im Multiplayer spielen. Ja, ich überlege mir auch, ob ich das hole. Also vorgestellt habe ich mir, aber ich werde es gleich holen. Ja, vorgestellt habe ich es mir jetzt bei MMOGA, kann ich jetzt mal so sagen. Da kostet es gestern habe ich es mir geholt, da kostete es noch 29,99. Geht eigentlich. Ja, im normalen kostet sonst 49,99. Also ich würde gucken, dass du es zügig bestellst, weil die Preise werden jetzt dann anziehen. Zum Release erhöhen die ja meistens die Preise nochmal. Aber danach fallen sie so oder so. Und bei MMOGA ist es ja das Günstige. Du bekommst die Keys von denen geschickt dann, meistens ein paar Tage vorher, und dann tust du die einfach bei Steam eingeben und fertig und da runterladen. Finde ich eigentlich ganz gut, so wie die das machen. Besser als bei Amazon oder etc. bestellen und dann eine CD und tralala. Ja, bei mir läuft es auch nicht ganz so. Am Anfang hat es auch geleckt wie... Keine Ahnung, was heute ist. Sind halt die Nitrado-Server überlastet. Ach, kann ich hier nicht nachgucken. Bin hier wieder nicht angemeldet. Scheiße. Aha, jetzt leckt es auch wie. Noch was? Ja. Das könnte ja meistens nicht liegen, weil ich benutze die Flasche. Nee. Ich habe so viel 60 jetzt. FPS, aber... 60 FPS habe ich auch. Aber jetzt geht wieder mein MS hoch. Wusch, jetzt leckt wieder. Jetzt geht er wieder runter auf 40. Das war vorher schon ganz am Anfang vom Part so. Mir geht es eigentlich gerade 35 MS. Ja, das ist ja 38, 40 Grad so in der Region, wo ich mich aufhalte. Ist hier meistens so, wenn man Richtung Hof fährt, dass es sinkt. Oder wenn man Richtung Stadt oder sowas fährt. Ja, ich glaube, mir geht heute alles nicht mehr. Und es ist ja immer abhängig von Internetleitung, aber wir haben hier eh dieselbe. Dieselbe geile. Ja, dieselbe geile Scheiß-Internetleitung, sag ich mal so. Der nächste kommt die schnellere Reise. Wir wohnen ja in so einem Aussiedlerhof. Und ja, da hat man an uns die schöne 16.000er vorbeigelegt oder schneller noch. Und ja, jetzt werden wir nicht angeschlossen. Toll. Ich habe mir gedacht, schön Internet, schön schnelles Internet, können wir schön Let's Plays hochladen. Ja, genau. Ja, nächstes Jahr bekomme ich 16.000.
Scheibendreck war das. Vielleicht werden wir ja mal irgendwann angeschlossen. Keine Ahnung. So. Was sollen wir noch als zum Sehen? Oder was sollen wir überhaupt sehen? Wir haben alles sehen. Ja, Mais können wir nicht sehen. Haben wir keine Sehen. Ja, ich meine halt die Sorten. Raps haben wir, Gerste haben wir jetzt. Dann sehe ich nochmal ein Feld Raps. Ja, und dann ein Feld Weizen. Genau. Bisschen durchmischen. Ja, würde ich sagen, das machen wir mal das andere Feld. Wir haben ja noch genügend Felder. Da wo jetzt der Mais draufsteht, können wir ja auch noch sehen. Ja, hier gibt es schon eine Frau, noch viel zum Anden sehen gerade. So, dann versuchen wir mal mit Vorgewende. Ich könnte es auch mal versuchen mit Spurreise zu fahren. Bin ich noch nie irgendwie gefahren. Das ist nicht so, also. Schreckt auch ein bisschen mehr, das ist nicht so geil. Ja. Und der einen Mod werden wir so raushauen noch. Den GPS-Mod, der funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube F5 wird irgendwo was drücken, hätte ich mal gehört. Der funktioniert irgendwie nicht, keine Ahnung. Ein Mod kommt aber noch dazu, das kann ich gleich sagen. Irgendwie ein Schlepper oder irgendwie kommt noch was dazu. Ich habe irgendwo was Gutes gesehen am Mod. Ich weiß bloß nicht, ob es irgendwie ein Schlepper oder ein Baugerät war. Brauche ich mal kurz einen Hänger. Und schief. Ach, ich weiß nicht, was sagt mir hier los ist. Ich war nicht gerade zu geil, Leute. Nö, ich fahr kreuz und schief wie bis offen. Ach, der Anhänger ist voll. Und du bist auch. Ich lass die Hälfte. Nee, ich bin leer. Ich lass die Hälfte weiter stehen. Ach so. So, egal. So gründlich muss es ja nicht. Wir haben hier genügend Mais. Kommt eigentlich mehr Ertrag jetzt runter mit dem Düngen oder gar nicht, kein Unterschied? Schon, also vom Holz. Ich denke, das war ja eigentlich schon gut Ertrag. Hat sich sogar gelohnt. Dann hoffe ich mal, dass irgendwie eine große Abfrage für Mais und Weizen kommt, dann kann man einiges Geld verdienen. Ja, Weizen, Mais sehr gut. Also ich finde die Region, wie sie es hier auf der Map dargestellt haben, ja, sehr realistisch nachempfunden, muss ich sagen. Ist es eher Altvorland und hier, oder? Ja. Oder? Ich habe, wo ich da noch gewohnt habe, sehr nahe da dran gewohnt. Ich glaube, auf der Karte ist ja der Ort Kaufering eingezeichnet, ganz oben bei Feld 35. Und der Ort war damals, ja, 20 Kilometer entfernt, sag ich mal. Es liegt ja alles kurz vor München noch, alles. Memmingen, München da dazwischen. Ja. Vielleicht kenne ich da unten nicht so um. Ja, klar. Du bist eher die andere Richtung, die schwäbische Ecke, sag ich mal. Genau. So. Aber ich würde sagen, wir beenden halt mal den Part. Dann wir laufen in Richtung 15 Minuten und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ja, liken, kommentieren nicht vergessen. Und dann sage ich tschüss. Ciao.